Da ist dein Turm also auch so ein bisschen. Na gut. Ist er. Verstehe. Imposant. Ja. Sehr imposant. Was auch imposant ist? Die neue Folge von Atlas Fallen. Ja. Soll ziemlich gut sein. Herzlich willkommen. Ja, also die soll gut sein, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ihr könnt jetzt schon mal den Like-Button drücken. Ja. Und abonnieren. Ja, wird auf jeden Fall super. Ja. Ich spüre den Wächter des Wachturms in der Nähe. Bereite dich vor. Ach ja, hier. Romo. So ein Pio. Jo. Ich wollte fast große Klasse haben. Oh Gott, das sind zwei Wickel? Oh Gott, den krieg ich gar nicht. Den krieg ich gar nicht hier. Wie viel sind das? Das ist doch nur einer. Okay. Und ein paar kleine noch, ja, gut. Ja, die kleinen mache ich gerade hier so ein bisschen. Sein Wirbel? Ja, ne? Nee. Ich sterbe gleich. Ja, dann in Heilung. Hab ich grad nicht. War das nicht gut? Oh, ich bin da. Oh, ich lebe wieder. Das war ja einfach. Aua. Komm auf mal da mal. Mit dem Müll. Ja, es kommt wieder neu. Natürlich. Schild. Ja, das, wenn die existieren, dann musst du dann ein bisschen abhauen. Schlag dazu, Junge. Oh Mann. Ja, ist dann Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen was mit Momentum reinlegen müsste in meine Sachen, weil der steigt halt so ja, wenig an. Kämpft auch so ein bisschen. Oh lol, das will mich schon nicht. Ich bin down. Das ist nicht gut. Nee. Thank you. Hey. Ich spüre den Wächter des Wachturms in der Nähe. Bereite dich vor. Lol. Okay. Oh. Hm, genau. Jetzt können wir da auch rein. Ah, idyllisch. Geht. Kann das sein? Finderin! Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir, alte Frau? Mir geht's gut. Das habe ich dir zu verdanken.
Ach, die. Bist du das wirklich? Du lebst noch? Ach, sieht aus, als wäre ich rechtzeitig hier gewesen. Das bist du wirklich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Als ich die Geschichten über diesen Träger des Gauntlet hörte, da wusste ich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen würden. Nun, es ist eine Menge passiert. Aber lass uns erst an einen sicheren Ort gehen. Wir können uns auf dem Weg dorthin treffen. Du hast das also alles gemacht, um uns zu finden? Das war zumindest der ursprüngliche Plan. Aber jetzt hast du eine größere Mission. Eine, die nur du erfüllen kannst. Wie sehr du gewachsen bist. Du kämpfst mit allem, was du hast, Finderin. Welche Wahl haben wir denn? Was führt dich hierher? Ich arbeite mit den Rittern von Bastengard zusammen, um die Königin zu stürzen. Und dafür muss ich den Essenzsegen unterbrechen. Die Königin stürzen? Ist das wirklich möglich? Das hätte ich nicht erwartet. Wenn sie fliegt, ich habe gehört, dass die Essenz in der Mine verdorben sein soll. Stimmt das? Schau in den Tiefen der Mine nach. Vielleicht findest du die Quelle der Verderbnis. Ich danke dir. Ruht euch jetzt aus, ihr alle. Ich werde dafür sorgen, dass es erledigt wird. Pass auf dich auf und melde dich bei uns, sobald du kannst. Pass auf dich auf, Finderin. Du auch. Wenn du mit der Königin fertig bist, sollten wir weiterreden. Ich muss dabei helfen, dieses Dorf zu schützen. Alles klar. Es ist so viel passiert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Alles hat sich verändert. Du bist über sie hinausgewachsen. Über deine Vergangenheit hinausgewachsen. Du verfügst über die Macht einer Gottheit. Das muss ich mir mal gucken. Das ist auf 2. Das kann auf jeden Fall da irgendwo mit rein bei mir. Ja. Das mit diesen automatisch Blocken, das hat auch nie so wirklich funktioniert irgendwie. Nee. Auch dass, wenn du getroffen wirst, wird eine Explosion verursacht, die allen Gegnern in der Nähe Schaden zufügt, habe ich ja drin. Ja. Das habe ich bisher auch nicht so gespürt, sag ich mal. Genau. Ich glaube, ich würde im ersten Rang mal mit mehr Momentum aufbauen. Ja, da habe ich das auch drin mit diesen, du und deine Verbündeten generieren mehr Momentum. Ja. Könnte ich sogar aufrüsten auf Stufe 7. Das würde ich sogar machen. Klar, kostet jetzt wieder 4900 Essenz. Ja, aber gut. Im Kampf, aber da wir im Kampf eh beieinander sind, ergibt das eigentlich schon Sinn. Also ich mache das jedenfalls bei mir. Du kannst ja bei dir nochmal extra gucken. Ja, mache ich auf jeden Fall. Da gefunden wird. Und halt diese Projektile halt. Das müsste man halt aufrüsten. Die ganzen Essenzsteine müsste man aufrüsten, also die man halt drin hat. Aber das ist ein teures Unterfangen. Stimmt, ich habe die alle auch nur drin und einmal halt drin. Ich habe die noch gar nicht aufgerüstet tatsächlich. Ja. Weil ich habe da schon einiges aufgerüstet halt. Ja. Na, du kannst nicht machen. Ja. Vielleicht müsste man sich da vielleicht mal ein bisschen drauf konzentrieren, weil Rüstung an sich ist ja stabil momentan. Ja. Aber die Skills oder halt der Schaden, den wir halt rausdrücken, ist halt sehr minimal noch. Ja, das stimmt wohl. So, klar. Ich habe zum Beispiel im Goldenen habe ich jetzt drin, das habe ich auch gekauft bei dieser Händlerin, Himmelliches Verderben. Ruft einen Hammer hervor, der im Sturm in der Himmel herabfällt und einen Bereich Schaden verursacht. Zum Beispiel. Und dann, nur wenn das Goldene aktiviert wird, wird bei mir dieser gerüstete Schwarm ausgelöst. Dinger, die um mich herum fliegen, was guten Schaden macht, aber erstmal bis nach Gold kommt, das ist halt das Problem. Naja, klar. Er hat wieder dieser Momentum. Das
ist... Wo man halt hier... Instabile Generierung. Du generierst stark mehr Momentum. Verlierst allerdings etwas Momentum, wenn du getroffen wirst. Das ist halt auch so eine Sache, wo man sagen müsste, boah, ist geil irgendwo. Weil da bist du öfters auf Stufe 3 dann oder halt auf Stufe 2. Ja, absolut. Wie oft kann man denn sowas aufbessern? Auch nur 3-mal oder was? Je nachdem. Also die passiven 3-mal anscheinend, ja. So, da. So, der Ach so, ist nur sowas. Ja, nee. Ja, nee, müssen wir erstmal so lassen, wie es ist. Und halt mal, also ich konzentriere mich jedenfalls jetzt erstmal auf die Skills. Ja. Das muss ich auch hier machen. Gut, die. Ah, okay, das ist schon, das kann ich nicht weiter aufrüsten. Hier gibt's eine Handlung. Ja. Etwas finden? Ich habe heute Morgen frische Kräuter bekommen. Gleich mal gucken, was... Was hast du finden können? Es ist nicht viel, aber viel besser als das, was wir im Nebel gefunden haben. Nee, reisender Händler. Ah, hier, da ist doch der beste Mann. Die hat... eine neue Rüstung hier. Bitte? Rote Kompanie. Die kann man bei Stufe 9 aufrüsten. Ach du Scheiße. Arschen? Wo? Bei mir, beim Händler. Hier, bei oben ist der reisende Händler. Ich habe heute Morgen... Ja, quatsch mich nicht voll. Was hast du finden können? Alter. Es ist nicht viel, aber viel besser als das, was wir im Nebel gefunden haben. Der Angriff ist halt... Der Angriff ist dann halt richtig bescheiden, ja. Ne? Rüstung. Aber Rüstung ist gut, ja. Mein lieber Mann. Scheiße. Ah, ich weiß nicht. Ich sollte möchte auch schon gerne Schaden machen. Ja. Aber du kannst keinen Schaden machen, wenn du tot bist. Ja. Ach komm, man lebt ja nur einmal. Ich kauf's einfach mal. Ja, ich meine, ich habe 13.000. Ja. Worauf spare ich? Ich nehme sie mit. Und oben ist da, wie gesagt, der Reisende. Und da kannst du die schwarze Farbe kaufen. Ah, okay. Glaube ich. Die Aufräumarbeiten so, nach diesem Sandsturm werden... So, wenn du denn... Du könntest... Ja, was hast du denn? Was wäre das? Ich musste mein Lager. Ich habe eine Wache geschickt, aber nichts mehr von. Natürlich nicht ohne eine Belohnung. Eine Rezeptur für einen Essenzstein. Als Geht. Das hört sich gut an. Gut, ich mache. Wunder. Keine Zeit zu reden. Ich will handeln. So. Hast du das Artefakt? Noch nicht. Nein. Brauchst du. Ja, genau, hier ist auch Königsrot. Ich will nur handeln. Königsrot. Die Leute sind derzeit verrückt nach alten Kuriositäten. Keine Ahnung warum, aber gib mir welche, damit ich sie verkaufen und unsere Geldbeutel füllen kann. Ah, was für eine gute Wahl.
Oh, da kann ich aber einiges verkaufen bei dem, was er gerne mag. Du brauchst das nicht. Ja, ich verkaufe da alles. Gut. Ja, das mag, glaube ich, auch gleich. Also, ja. Danach habe ich schon gesucht. Du brauchst das nicht mehr. Gut. Aber sei nicht böse, wenn ich es mit Gewinn verkaufe. Aber sei nicht böse, so. Wenn ich es mit Gewinn verkaufe. Das wollte ich nicht. Aber sei nicht böse, wenn ich es mit Gewinn verkaufe. Siehst du, hast sogar noch du eins bekommen. Das nicht mehr. Gut. Move aber Eisen. Sei nicht böse, wenn ich es mit Gewinn so, verkaufe. Wie sieht denn die Rüstung überhaupt aus? Ah, danach habe ich schon gesucht. Holy du brauchst das nicht sieht mehr. Sieht mir auch aus wie so ein Papagei. Gut. Abgemacht. Aber sei oh nicht Gott, böse, ich bin noch gar nicht fertig mit Verkaufen hier. Doch, Y. Oh, da kann man alles verkaufen, oder was? Alle Artefakte werden dann verkauft. Ja. Okay. Wie viel hast du jetzt? Jetzt habe ich wieder 20.000. Gut. Warum versuchen alle, das Dorf vom Sand zu befreien? Das ist wirklich sinnlos. Hast du Schwarz bekommen? Artefakt? Noch nicht. Ich musste kurz mal weggehen, weil eine Auswahlmöglichkeit, die du eben hattest, da mein Bildschirm war. Wusstest du, dass man in Truhen auch richtig merkwürdige Gegenstände finden kann? Alten Schnickschnack aus längst vergangenen Zeiten könnte ich gerade gut gebrauchen. Königsrot, das kaufe ich mal. Königsrot tatsächlich. Aber schwarz gibt es hier nicht, nee. Ach, schade, also war das doch bei der anderen. Perlmutt, warte, Perlweißes. Kupferfarbenes. Goldfarbenes. Goldfarbenes nehme ich noch ganz gerne. Qualität. Ja, genau. Da Gold ist sogar. Ah, was für ein. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Grüße. Dieser Nebel. Er ist von einem Moment auf den anderen verschwunden. Ja, er stellt keine Gefahr mehr dar. Ich wurde von der Kommandantin geschickt, um Kontakt mit dem Bergbaudorf aufzunehmen. Ich warte jetzt nur noch auf meine Schwester. Ich hoffe, ihre Reisen verlaufen etwas reibungsloser als meine. Was hat es gemacht? Ich habe hier eine Quest abgegeben bei dem Schüttler. Ah. Also kurz mal die Hand geschüttelt, wa? Ja, hab ich. Verstehe. Ja. Unser Dorf könnte eines Tages wieder für Händler interessant sein. Das würde der Königin nicht gefallen. So, was haben wir denn hier für einen Bums? Ach du Scheiße. Oh. Ach, leck mich doch am Arsch. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Truhen. Ja genau, da wo du unten bist, da ist eine. Da leuchten sehen, ja. Genau, und die anderen sind... Oh, die merke ich mir doch bei weitem nicht. Hier drüben ist noch irgendwas. Ach so, das ist so eine rote. Jetzt muss man doch gleich mal gucken, ob wir diese roten aufmachen können. Oh ja, stimmt. Hier ist gerade eine. Nein, können wir nicht. Ah, hier ist sowas von der Quest. Verbessern, damit wir das zerstören können. Wir machen mehr Teile und Splitter. Um den Gauntlet zu verbessern. Ja, bitte. Der ist noch nicht fertig? Oh, lol. Wusstest du, dass wir ein 20... Ah, wusstest du nicht, gut, war mir klar. Man kann den Skin des Gauntlets ändern. Was kann man? Gehen wir zum Gauntlet. Also, ja, die Taste drücken. Gauntlet und dann den linken Joystick reindrücken. So haben wir wie so eine Art Baumrinden-Skin. Passt besser zu meinem Schwarz. Was muss ich machen? Sag nochmal, ich war eben beschäftigt mit der Statue kaputt machen hier. Da, wo du halt reingehst mit Quest, Karte, Rüstung, bla bla bla. Ja. Da siehst du ja diesen Handschuh und dann einfach den linken Joystick reindrücken.
Ja, und da, was ist das? Ja, dann steht doch, dann siehst du doch, wie sich das Skin ändert von dem Gauntlet, oder nicht? Ach so, oh doch. Ja, stimmt. Interessant. Ja, ja. Deswegen ist auch hier ein Splitter. Wow, moin. Ich muss ja nochmal reloggen, weil ich sehe dann, wenn ich mich dir nähere, dann sehe ich die Auswahlmöglichkeiten, die du beim Händler hattest. Oh, okay. Mit irgendwie Questen oder Handeln oder sowas. Genau, über deine Bitte, Handeln und Gehen sehe ich jetzt. Okay. Das ist aber nicht gut. Nö, das ist merkwürdig. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Du kannst joinen, wenn du willst. Achso, nee, kannst du noch nicht. Ich muss ja sagen, was du... eingehen muss in die Klappe oder Mannrüstung. Mehr Spiele. 64. Hä? Okay. Yes. Kannst du nicht ein Lied? Nee. Ich weiß mal, welches du meinst. Wo da immer so diese Jahreszahlen singt? Ja, aus den 90ern. 1994. Okay. The Connells. Ah. I was the one who let you know I was your soul, yeah, for after 74, 75. Siehste, wusste ich doch. Ja, na klar. Wusste sofort, was du meinst. Na gut. So, tschüss. Alles klar. Ja, liebe Leute, ich musste kurz reloggen. Da habt ihr eben gesehen, da ich diese Schrift an der Wand gesehen habe. Das war nicht gut. Das war nur eine Einbildung von dir. Ja, genau. Mehr war da nicht. So, okay. Was steht denn jetzt eigentlich auf dem Plan? Da oben. Pläne? Da oben ist so eine Geschichts. Buch. Schön. Geschichtsbuch. Okay. Ja, Geschichtsbuch. Das will ich haben. Es ist ganz gut für meine Sammlung. Ich komme an diesen verkackten Stroh da nicht hoch. In dem Fall liegt da wohl kein Stroh. Oder sehr viel Stroh. Nee, diesmal nicht. Da oben. Was ist das Buch da oder wo? Ja, genau. Erster. Ja. Nehmen Sie. So, was haben wir denn als Quests?
Ja, da kommen wir einiges, wenn wir hier die ganzen Quests machen. Ich mache mal so eine Nebenaufgabe, oder wollen wir direkt Haupt weitermachen? Betritt die Mine. Oh, das ist ja gleich hier, ne? Oder? Dann können wir gleich da rein. Dann machen wir direkt. Seit die Mine geschlossen ist, ist fast niemand mehr hier. Warum sollte jemand hier hin? Da ist etwas in der Nähe. Ja? Wir sollten im Sand suchen. Nichts, was wir brauchen. Toll. Hier ist auch so eine Truhe. Ja, mit der können wir noch nichts machen, ne, oder? Nee. Boah, die zu erinnern, wo die alle stehen, eine gute Nacht. Nichts, was wir brauchen können. Ich hab jetzt schon wieder die Hälfte vergessen. Siehst du das Licht, das aus der Tiefe kommt? Es könnte von dem ausgehen, was die Essenz verdirbt. Lol. Okay. In der Nähe. Wir sollten im Sand suchen. Ja, hier ist eine Truhe zumindest. Das ist doch schon mal sehr gut. Ja. Das ist nicht das, was wir brauchen. Oh. Aber eine weitere Aufladung. Hm? Das klingt gut. Statt 3 dann 4. Oh, das ist wirklich gut dann. Was hab ich denn momentan? Nichts, was wir brauchen. Wenn du getroffen wirst, erhältst du 3 Sekunden lang automatisch einen deutlichen Teil der eigenen Schaden als Leben zurück. Aber auch gut. Aber wenn man stirbt man. Dann lieber eine höhere Aufladung haben. Ich habe hier einen Dinosaurier aus dem Sand gezogen. Macht er denn für einen Blödsinn? Dieses Relikt. Es stammt aus dem Krieg mit Telos. Es ist Jahrhunderte alt. Es wurde von den Menschen hergestellt, um Telos Kraftquelle, die Essenz, zu brechen. Ist die Essenz nicht das Leben des Landes? Was würde es bewirken, sie zu verderben? Die Menschen treffen manchmal extreme Entscheidungen, die sich später gegen sie selbst wenden. Es sieht so aus, als sei an dem Relikt ein Essenzstein befestigt, der ebenfalls aus der Zeit des Krieges stammen muss. Aber das hat nichts mit der Verderbnis zu tun. Das Relikt ist die Quelle. Was würde passieren, wenn wir das in den Brennofen werfen? Es würde eine Kettenreaktion in der Essenz auslösen, einen Energieschub. Ist das gefährlich? Nicht für die Menschen, aber mich könnte das vielleicht etwas aus der Fassung bringen. Wir werden sehen. Okay. Okay. Ja, dann setze ich mal ein. Wir angreifen. Ja, klar. Okay. Schön. Mhm. Feuer beim erfolgreichen Abwehr einer Reihe an Projektilen ab. Ja, wenn man abwehren könnte. Habe ich den ganzen Spiel noch nicht einmal gedrückt. Die Abwehr. Oh. Oh. Kommen Sie. Also, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Kommen Sie. Ja, gerade am Skillen, hallo. Was tut das? Hä? Ach so. Okay, man muss schnell sein. Mehr
Alter, hast du gesehen? Geistvorstand. War knapp. Aber was ist das hier? Wieso sind wir denn jetzt? Was war denn das? Nur, dass wir oben wieder rausgegangen sind jetzt, oder was? Richtig, ja. Naja, gut, das ist ja... Naja, naja. Achso, ja, nee, das brauche ich. Rüstung. Nee. Harte Quests. Oh, es kann sein, dass du gleich fliegst oder einer von uns beiden, weil Steam gerade anzeigt. Offline. Och nö. Obwohl. Das dürfte eigentlich nicht passieren, weil ich ja über diesen Zugangscode gejoint bin. Und nicht über Steam-Einladung. Ach so, ja, stimmt, dann ist das über die IP, ne? Müsste. Ach nee, das ist so die andere Einladung schon wieder. Na gut. Ja, gut, ne, passt. Ja, weil bei Remnant war das ja immer so. Ja, stimmt. Ja, das haben die. Warum haben die das nicht alle so? Das ist wunderbar. Ja. Das ist eine ganz gute Sache so. Ja. Was ist der Plan? Mit Arif reden oder was? Ich würde erstmal hier so ein bisschen erkunden wieder, ein bisschen ein paar Rätsel machen und Nebenaufgaben tatsächlich, weil ich weiß ja nicht, was hier einem noch zukommt. Ja. Das war so ein bisschen. Oh, hast du da gefunden schon wieder? Ja, frag nicht. Ach so, zur Stadt oder oben wahrscheinlich, wa? Ich hoffe's. Ach so. Auch so wieder sowas. Sowas Rotes. Kann ich aber auch nichts machen. Schlecht. Ja. Doch. Boah, da muss ich mich aber wirklich hochprügeln, ey. Muss ich mich noch höher prügeln, ja genau. Hast du geschafft? Nee. Muss ich mich gerade richtig hochprügeln. Soll ich dir eine Trittleiter machen oder was? Ach, schön, ja. Also jetzt bin ich wieder unten. Also das ist ja... Wie soll ich das denn machen? Da brauche ich vielleicht das Ding, was da leuchtet. Aber das kann ich nie hochheben. Ja, das muss dann wohl noch warten. Weil so hoch komme ich nicht. Das ist... Ach, da am Kopf da oben oder was? Ja, ja. So hoch kannst du ja gar nicht springen.
deswegen. Das wird dann das Ding hier sein, aber. Wir müssen den Gorn mehr Teile. Besser, das zerstören können. Ja, also. Und wenn du. Haben wir Amos irgendwie ganz oben drauf, dass du von da irgendwie runterspringst und dann. Nee. Haben wir nichts. Aber man kann doch da hoch, oder nicht? Ich gehe davon aus, dass wir das da brauchen, das hier. Dass du dann da hochkommst. Was brauchen wir? Das Rote hier. Was auch immer das dann mal später wird. Der Gauntlet muss stärker sein, um das zu zerstören. Dass wir dann da irgendwie da hochkommen oder irgendwie so. Das kann ich mir nicht vorstellen.